Servus zusammen, wir schauen uns heute einer der allerbesten IR9s an, die man für Geld kaufen kann, die SICK MPX. Wir haben hier die SICK MPX, das ist im Prinzip eine ein bisschen verkleinerte Version, technisch ein bisschen veränderte Version der MCX. Wir haben also hier ein AR9-System im Kaliber 9mm x19, das ungefähr auf der AR15 basiert, aber auch Elemente von der AR18 mitverwendet, aber ein komplett eigenes System ist. Also es basiert auf den Grundprinzipien, macht aber alles ein bisschen anders, so wie es eben optimal für das System ist, auch wenn man dann eben keine Kompatibilität mehr hat mit anderen Systemen. Ein paar Key-Features, die richtig geil sind. Wir haben hier ein Bufferless-System. Wir haben also eben einen, wir haben hier einen Klappschaft. Wir können den folden und können immer noch schießen damit. Haben hier SICK-Sauer-typisch, wie bei der MCX, eine Picatinny-Schiene angebracht, an denen wir verschiedene Schäfte anbringen können. Wir haben hier eben den Klappschaft, den Skeleton-Style. Es gibt aber auch einen verstellbaren, also einen länger verstellbaren Klappschaft. Es gibt einen Schubschaft. Es gibt eine Buffer-Tube-Adapter, das eben normale AR-15-Schäfte nutzen kannst. Also man ist hier sehr, sehr frei und es gibt auch mittlerweile eine ganze Menge Aftermarket-Parts. Die Waffe nutzt Magazine, die sehr ähnlich zu Lancer-Magazinen sind. Sind eben Polymermagazine, leicht durchsichtig in diesem Smoke, also durchsichtigen Smoke-Polymer. Oben aber mit Einsätzen aus Stahl für die Lippen, dass sie etwas stabiler sind. Sehr hochwertig, sehr, sehr funktionssicher, allerdings auch etwas teurer als andere Magazine. Also wer sich denkt, die Uzi-Magazine bzw. Colt-Magazine sind teuer, die sind noch teurer, ganz ehrlich. Wenn wir gleich beim Magazin sind, schauen wir uns doch gleich auch noch den Magwell an. Der ist extrem groß. Der ist wirklich extrem groß gehalten. Der ist wirklich schön angeschrägt. Und man kann eigentlich das Magazin wirklich in jeder noch so blöden Verkantung ansetzen. Also egal, ob ich das seitlich verkantet ansetze und reinschiebe oder ob ich es vorne und hinten versetzt reinschiebe, das rutscht rein. Wir haben eine volle beidseitige Bedienung. Also wir haben den Bolt Release, den Magazinfang, die Sicherung und natürlich auch den Charging Handle haben wir auf beiden Seiten angebracht. Beim Bolt Release muss man aber auch gleich sagen, das ist nur ein Bolt Release, kein Bolt Hold Open. Also wir können den Verschluss nicht auf dieser Seite arretieren. Arretieren müssen wir weiterhin auf der anderen Seite. Das System kennt man ebenso zum Beispiel von Knights oder auch im deutschen Raum auch von DAR. Ist eben, wie gesagt, das Freigeben kein Problem, aber das Feststehen geht eben nicht. Etwas, was mir an den Systemen von SICK Sauer sehr gut gefällt, also an der MCX wie auch der MPX, ist, dass wir eine Extended Picatinny Rail haben. Also die Picatinny-Schiene geht etwas nach vorne hinaus. Wir können das auch mal hier zeigen ohne Handguard. Die geht etwas über den Receiver hinaus, sodass wir die Optiken auch sehr weit vorne montieren können, wenn wir zum Beispiel mit einem Magnifier arbeiten. Oder bei Zielfernrohren können wir auch ganz normale Blockmontagen nutzen. Das ist bei normalen AR9ern und AR15ern nicht der Fall. Eine weitere Besonderheit für ein AR9-System ist hier eben, dass wir ein Pistensystem haben. Also wir haben nicht, wie bei den meisten AR9-Systemen, einen reinen Rückstoßlader. Wir haben hier ein Pistensystem, also wir haben hier vorne gleich nach dem Patronenlager eine Gasbohrung. Die geht oben in das Pistensystem und das Pistensystem stößt hinten den Boltcarrier an und sorgt den Nachladeimpuls. Dadurch schießt sich die Waffe butterweich. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie butterweich. Normalerweise sind AR9er immer ein bisschen mehr snappy vom Rückschlag als die AR15er, trotz kleinerem Kaliber. Die MCX schießt sich echt wie ein Spielzeug. Also die schießt sich so ruhig und so gut kontrolliert, das ist echt ein Traum. Handguards gibt es eine ganze Menge verschiedene. Es gab früher mal ein eigenes System von SICK Sauer, dann gab es Keymod. Jetzt momentan ist der Standard M-Lock. Es gibt die etwas kürzer, etwas länger. So könnte man zum Beispiel hier auch Schalldämpfer drauf machen und könnte einen längeren Handguard eben anbringen, sodass der Schalldämpfer eben in der in Handguard verschwindet oder beziehungsweise bündig damit abschließt. Es kommt immer die Frage, wer darf sowas in Deutschland kaufen?
In Deutschland darf das momentan nur der Jäger haben, weil das ist eine Kurzwaffe, für die es keine sportliche Disziplin gibt. Deswegen darf sich diese Version hier nur der Jäger als Kurzwaffe zulegen. Also da muss eins seiner zwei Kurzwaffenplätze dafür opfern. Ist halt so. Ansonsten könnte es vielleicht noch ein Sammler sich vielleicht zulegen, aber ansonsten gibt es da keine Möglichkeiten. Für Sportschützen haben wir vielleicht ein anderes System, das auch eine MPX ist. Und das ist eben hier die MCX PCC. Das ist so die AR9 Master Race. Das ist halt wirklich, das sind 16 Zoller mit einem sehr, sehr griffigen, sehr schlanken, sehr gut zugreifenden Handguard. Hat vorne den Kompensator drauf und hat einen Timney Trigger. Also die schießt sich so hammergut und so hammerstabil. Wir haben hier eben einen Buffer-Tube-Adapter drauf und haben eben einen normalen MacPut-Schaft drauf. Wir können den also auch eben stufenlos einstellen, wie wir möchten, und können auch diesen hier zum Transport zum Beispiel anklappen. Das System hier eignet sich auf jeden Fall sehr gut für PCC-Turniere und für Sportschützen im Allgemeinen. Leider gibt es bis jetzt noch keinen Feststellungsbescheid. Wenn genug Leute daran Interesse haben, sehen wir uns wirklich in der Verantwortung, dass wir hier auch einen Feststellungsbescheid machen würden. Bekommen könnt ihr die Sachen momentan über Umwege über uns. Also es gibt momentan Möglichkeiten, da ranzukommen. Die sind aber alles andere als offiziell und alles andere als über Sig Sauer selber gesteuert. Die Waffe selber ist einfach ein solides Stück Ingenieurkunst. Sie ist durchdacht, sie ist logisch aufgebaut und sie macht Spaß. Und das muss man wirklich sagen, ganz viele Systeme, die ich jetzt in der Hand hatte immer wieder, die waren so, bei dem System muss ich wirklich sagen, die haben alles kaputt gemacht, was AR-15 ausmacht, und haben das Ding von Grund auf neu designt. Und das merkt man halt auch, das Ding ist von Grund auf durchdacht, das macht einfach Spaß, das System. Etwas, was auch sehr, sehr schön ist, dass wir hier das Manual of Arms einer AR-15 haben. Also vom wirklich Bedienen der Waffe ist es ganz normal, wie bei jeder AR-15, das Durchladen, das Entsichern. Man kann hier auch 45 Grad Sicherungen verbauen. Es gibt für die MCX da ein paar Aftermarket-Produkte. Es ist vom Magazinauswurf genau gleich wie bei einer AR-15, nur halt eben halt auf beiden Seiten. Also wir haben eben hier ein kleines Gegenstück, was eben den Magazinauswurf dann eben zieht. Der Verschlussfang ist eben auch genau wie bei der AR-15. Die Pistolengriffe sind auch absolut hundertprozentig AR-15 kompatibel, egal ob mit Beavertail oder ohne. Die Abzüge sind bedingt AR-15 kompatibel, also sie sind aufgebaut wie AR-15 Abzüge, haben aber ein eigenes Sicherungssystem. Deswegen muss man hier darauf achten, einen MPX-Abzug zu verwenden. Ganz häufig wird als einer der wirklichen Edelprodukte in der neuen Klasse die MP5 bzw. Zivilmodelle von MKR, die T94 oder auch jetzt die SP5 von Heckler & Koch selber. Die werden immer so als das Elite-Produkt, als das beste Produkt eben angesehen, weil die sich sehr, sehr gut schießen und sehr, sehr verlachschießen. Leute, ich kann euch sagen, die MCX ist das sehr gleich. Die schießt sich zwar durch das andere Verschlusssystem vom System her etwas snappier, aber dadurch, dass das Design der Waffe moderner ist und wir eben hier auch das Schaftsystem haben, was direkt in die Schulter geht. Bei der MP5 haben wir hier einen leichten Knick noch drin, auch von Visierhöhe zu Schäftung. Es fühlt sich leicht an. Der gefühlte Rückstoß, das gefühlte Hochdrücken der Waffe ist sehr, sehr, sehr viel angenehmer als bei vielen anderen AR-9 Systemen und fühlt sich sehr ähnlich an zu MP5. Es macht einfach eine Scheißfreude, mit dem System zu schießen. Das kann man einfach nicht anders sagen. Wenn euch diese Waffe oder andere Waffen aus dem Hause Sig Sauer gefallen oder interessieren, wir haben einen sehr guten Draht zu Sig Sauer selber, sowohl zur USA als auch zum Schweizer Niederlassung. Hier geht auch nochmal ein Dankeschön raus an die Firma Sig Sauer Inc. Schweiz, die uns dieses Modell hier zur Verfügung gestellt haben. Und ich kann einfach nochmal sagen, das Ding macht scheiße viel Spaß. Ich will dieses verdammte Teil haben. Das war's hier. Mal wieder aus meinem Büro, den Schweizer Alpen. Bis dann.